Hallo Leute, ja, ich habe hier ein Lager ein bisschen erweitert, habe eine Kiste gebaut, um was reinzutun, dahinter das Lagerfeuer zu machen, damit wir hier ein Heiabettchen haben und da können wir dann auch schlafen und ausruhen. Es ist am Abend, das heißt, die Nacht steht vor uns. Ich werde jetzt hier auch das Bett neu belegen und ihr werdet das Logo gucken in der Zeit und dann schauen wir weiter. So, geträumt wird in der Nacht nicht. Weiß nicht, was da gerade kaputt gehauen wird. Das hört sich auf jeden Fall an. Fühlt sich ausgeruht. Ist hier irgendwo einer? Tag 69, ja. Das hörte sich nur so an, es ist wohl nichts Schlimmes, oder? Habe ich das Feuer zu nahe gebaut? Nein, ne? Ne, das sieht gut aus. Ja, sieht ein bisschen schwebend hier aus, ne? Könnte man noch ein bisschen schicker machen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht relevant. Okay, jetzt sind natürlich hier noch so viele Sachen auf dem Boden von den letzten Kämpfen. Ah, komm, das bringen wir gerade noch da in die Kiste rein. Und dann schauen wir weiter, ne? Kurz noch weglegen. Vielleicht brauchen wir es irgendwann noch mal. Weiß man ja nicht, ne? Ja, die Federn kann man auch bestimmt gebrauchen, ne? Das Holz ist bestimmt auch mal irgendwann wichtig. So haben wir alles weg. Ja. Das heißt, wir gehen ein bisschen wieder auf Entdeckungstour. Lass mal gerade auf die Karte gucken. Ja, wir sind hier ziemlich oben am Ende. Der Uralte ist da. Vielleicht gehen wir mal in die Richtung, oder? Jetzt bin ich irgendwie. Ah, oh, es regnet. Na super. Ja, Eiktürk musste man ja irgendwie freischalten, ne? Ist dann die Frage, ob das hier auch so geht. Was ist das? Nur eine Distel? Ja. Da war ja so ein Altartisch und da musste man was opfern, damit der Eiktür dann rauskam, ne? Jetzt ist hier die Frage. Da ist noch ein ganzes Stück. Ist aber erstmal irgendwie so eine Schlucht. Kommen wir da vorbei? Gute Frage, ne? Ah, hier geht's glaube ich rüber. Ab ins Wasser, aber egal. Gehen wir mal die Anhöhe hoch, vielleicht können wir da was sehen. Springen gibt Punkte. Hier ist nichts zu sehen. Wie weit ist noch? In diese Richtung, glaube ich. Da unten ist es das? Könnte sein, oder? Ist hier wer? Ist eine Grabstätte. Oh, wir haben nichts zum. Okay, war noch jemand. Oh, meine Axt ist auch schon fast kaputt. Na super. Okay, ich hoffe, das war's. Und das ist hier nicht die Stelle vom Uralten. Das ist eine Gruft, oder? Da liegt noch was. Ist bestimmt eine Grabkammer, ne? Der Uralte ist noch ein Stück weiter, oder? Ja. Dann lass uns gerade hier eine Marke setzen. Grabkammer. Ja, jetzt ist das Doofe, meine Axt ist ziemlich kaputt. Ich habe da noch einen Speer, aber wie weit kann ich mit dem Speer umgehen? Den habe ich so gut wie noch nie benutzt, ne? Und Essen ist schon mal ganz schlecht, ne? Ja, das heißt, wir brauchen da gar nicht sozusagen reingehen. Ist gerade nicht so dolle.
Doofe Idee. Oder? Naja, wir können ja ein bisschen reingehen. Zwei Schlag oder so haben wir ja noch, ne? Hört sich schon so an, als ob jemand kommt, aber wo? Hier sind auf jeden Fall schon mal Pilze. Ah, ich würde sie gern aufheben da. Das ist ganz schlecht, was zu sehen hier, ne? Da ist ein Durchgang, ne? Kommt aber keiner. Da ist eine Tür und da muss ja auch immer was sein, ne? Da ist aber auch ein Durchgang. Lass uns erst den Pilz holen. Rechts oder links? Ich gehe erst hier lang. Zwei Türen, okay. Dann gucken wir die andere Seite. Da ist nichts. Da ist eine Tür. Und da war, glaube ich, auch eine Tür, ne, oder? Ja. Na dann. Auf geht's. Das ist die Tür kaputt, so ein Scheiß. Und da ist ein Spawner. Okay, das hat sich schon mal erledigt und da gibt es gleich Belohnung. Kurz hier geguckt. Nee, doch, war schon richtig hier. Alles nehmen geht, ja. Da ist noch ein Pilz. Hier ist erstmal safe. Weiß nicht, ob da noch einer hinter der Tür steht. Könnte sein, ne? Aber hier ist nichts. Geht alles mitzunehmen, das ist schon mal gut. So, und jetzt hier. Alles nehmen geht auch, sehr gut. Was steht da? Ort bereits der Karte hinzugefügt. Okay, der uralte, das ist der nächste Hinweis, dass das da ist. Sehr schön. So, hier ist nichts mehr zu holen, glaube ich, ne? War aber schon mal erfolgreich, der ganze Umzug, hätte ich jetzt gesagt. Umzug ist es aber nicht, sondern, ja. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir hier noch zwei Türen. Ne, eine. Der Dingens ist nicht mehr viel, ne? Da ist noch einer. Okay, hier ist noch so ein schönes Steinchen. Ein Kern, nicht ein Steinchen. Na, das läuft doch erstmal hier gut, oder? Ein paar Taler und nochmal Stapel akzeptieren. Keine Ahnung, was ich da jetzt gedrückt hatte. Gut. Das heißt, hier war auch schon Ende, ne? Da ging es ja nicht mehr weiter, nein. Hier war auch nichts. Wir sind von hier gekommen, ne? Da war nichts. Und das ist schon die Haupthalle, glaube ich, ne? Oder? Ja. So, wie viel haben wir noch? Ein Achsschlag oder sowas, ne? Das wird dann schon spannend. Ja, nützt nix. Da ist nix, nein.
Okay, alles safe hier, ja. Bernstein, Pilze, Pilze. Aber jetzt ist mir noch eine Fackel ausgegangen, so ein Shit, ne? Gut, dass den seine Augen so leuchten, ne? Muss ich schnell die andere haben. Jetzt ist auch meine Axt gerade kaputt gegangen, na super. So, was nehmen wir? Die 7. Geht das zusammen mit der Fackel? Ja. Da habe ich natürlich noch keine Werte, ne? Ist so ein bisschen doof, ne? Liegt hier noch was? So ein Bernsteinkugel oder so? Ne. Da ist noch eine Tür. Das hört sich jetzt gerade nicht so dolle an. Da ist Ende. Ist irgendwie ein Geist oder was, ne? Zum Glück hat es dann noch geklappt, ey. Und da geht es gleich noch weiter, aber da müssen wir erstmal gerade warten, bis wir wieder Energie haben. Der Pilz ist gleich alle. Das geht erstmal. Gucken wir mal weiter. Ist da noch wer? Nein. Auch gut. Sieht mal anders aus, der Raum hier, ne? Bernsteinkugel. Hat er die auch genommen? Ich will es hoffen, ne? Knochen gehen nicht mehr. Kein Platz im Inventar. Können wir da was von wegtun irgendwo? Nicht wirklich. Die Federn sind schon wichtig. Knochen haben wir doch. Wieso können wir die nicht mehr aufnehmen? Traglast erreicht. Ah. Gut, das würde bedeuten, dass es keinen Sinn macht, hier jetzt gerade weiter zu gucken. Weil wir können ja nichts mehr mitnehmen. Das heißt, wir schauen zu, dass wir jetzt hier rauskommen. Wo sind wir denn jetzt, ne? Ah, hier sind wir schon mal hergekommen. Okay, hier müsste die Halle sein, oder? Ja. Das heißt, wir waren links. Okay, das würde bedeuten, wir gehen raus und schauen zu, dass wir zum Lager kommen und dann unsere Klamotten wegpacken, weil das ist jetzt der einzige Weg, den wir hier gerade mal machen können. Zum Glück ist draußen hell. Und ja, die Fackel können wir erstmal ausmachen. Ja, und dann müssen wir schauen, dass wir jetzt. Grabkammer markiert. Ja, wir müssen zu unserem Bett zurück. Ob wir dahin gehen oder ob ich jetzt wirklich ganz zurückgehe, ist natürlich noch eine Frage, ne? Okay, mache ich aber alles offline. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.